Hallo und willkommen zu dem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man Windows 7 auf einem PC oder auf einem Notebook nagelneu installiert, von CD oder von USB-Stick, wie man es aktiviert, wie man die Updates installiert und unbekannte Treiber findet. Windows 7 könnt ihr installieren, entweder von der CD oder von einem USB-Stick. Wenn ihr eine CD habt, einen USB-Stick haben möchtet, dann könnt ihr auch die CD rüberkopieren auf einen leeren USB-Stick. Wie das geht, das habe ich in einem eigenen Video schon mal gezeigt. Da blende ich hier oben mal die Infokarte ein mit dem Link zu dem Video. Wenn ihr keine CD habt und auch keinen USB-Stick mit Windows 7 Installationsdateien drauf, dann könnt ihr euch das von Microsoft runterladen, das Image, und könnt aus dem Image eine CD brennen oder auch einen USB-Stick herstellen. Dazu braucht ihr aber hier hinten euren Windows 7 Product Key. Den müsst ihr auf der Seite von Microsoft eintragen. Wie das geht, zeige ich in einem anderen Video und da blende ich jetzt hier oben den Link mal zu diesem Video ein. Bevor ihr Windows 7 neu installiert auf eurem PC oder Notebook, solltet ihr natürlich alle Daten, die auf der Platte drauf sind, wie Bilder, Dokumente oder Videos oder Musik, irgendwo sichern auf einem externen USB-Laufwerk oder auf einem USB-Stick. Und wenn ihr das gemacht habt und das alles gelöscht werden kann hier, dann kann man den Rechner runterfahren. Das Notebook ist jetzt aus und ich möchte Windows 7 von einem USB-Stick installieren und den stecke ich jetzt rein. Wenn ihr Windows 7 von einem USB-Stick installieren wollt, ist es ganz wichtig, dass ihr diesen USB-Stick in einen USB 2.0 Port steckt. In einem USB 3.0 Port reingesteckt kann Windows 7 sich nicht installieren, weil Windows 7 kennt nativ keine USB 3.0 Ports und hat auch keine Treiber dafür. Also dieser Installationsstick muss immer in USB 2.0 stecken. Wenn man später USB 3 benutzen will, muss man bei Windows 7 ja immer nochmal Treiber nachinstallieren und die fehlen hier. Ich schalte jetzt das Notebook ein und boote mal direkt von dem USB-Stick. Wenn man bei diesem Notebook nach dem Einschalten direkt F12 drückt, dann bekommt man dieses Bootmenü angezeigt und kann sich aussuchen, von welchem Medium, CD, Festplatte oder USB-Stick man booten möchte. Bei diesem Notebook ist es wie gesagt F12. Es gibt andere Desktop-PCs und Notebooks, da ist es eine andere Taste, F11, F10, manchmal F2 oder Escape. Wenn das nicht funktioniert und es kein Bootmenü gibt, dann muss man ins BIOS gehen. Ins BIOS kommt man auch, das ist ganz verschieden mit entweder Entfernen oder Escape oder F2 und muss da die Bootreihenfolge einstellen. Wenn euer Notebook oder euer PC nicht von dem USB-Stick oder von der CD booten möchte, da blende ich hier oben eine Infokarte ein zu einer Playlist mit verschiedenen Videos auf meinem Kanal. Da seht ihr dann verschiedene Geräte, verschiedene Notebooks, verschiedene Hersteller. Und da wird gezeigt, wie man bei denen ins BIOS reinkommt und das BIOS entsprechend einstellt, dass er vom richtigen Gerät bootet oder auch überhaupt so ein Bootmenü aufruft. Hier boote ich jetzt von dem USB-Stick und da drücke ich Eingabe. Da erscheint dann dieser Bildschirm, kann ich mir die Sprache aussuchen, das ist soweit okay, alles Deutsch und da klicke ich unten auf Weiter. Und jetzt habe ich hier die Option Computerreparaturoption. Also falls ich mein Windows 7 oder mein Windows, was hier überhaupt drauf ist, reparieren möchte, dann könnte ich hier drauf klicken. Möchte ich aber nicht. Ich möchte es neu installieren und da klicke ich auf Jetzt installieren. Da kommt dann das Fenster mit den Lizenzbestimmungen. Die muss ich akzeptieren und klicke hier unten auf Weiter. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder Upgrade, da wird, wenn man das anklickt, eventuelle Software auf der Platte beibehalten. Möchte ich nicht, ich möchte es komplett neu installieren und dann klicke ich hier auf Benutzer definiert. Hier zeigt Windows jetzt eine Auswahl an von Partitionen, die auf der Platte drauf sind. Hier sind zwei Partitionen drauf. Ich möchte das komplett neu installieren und muss dann diese beiden Partitionen löschen. Da klicke ich hier unten auf Laufwerksoptionen, hier rechts, und suche mir dann die Partition aus und klicke hier unten auf Löschen. Ja. Und hier oben, die möchte ich auch löschen, klicke ich hier unten wieder auf Löschen, markiert ist sie ja schon und dann auf OK. Und jetzt ist die komplette Platte leer und hier sind 298 GB Speicher frei und hier unten klicke ich auf Weiter, alles andere macht Windows automatisch. Windows kopiert jetzt die Daten von dem USB-Stick auf die Festplatte, das kann eine ganze Weile dauern und danach startet sich der Rechner neu. Beim Installieren startet Windows den Rechner neu. Wenn ihr dann wieder diesen Bildschirm bekommt, dann hat euer PC wieder von dem USB-Stick oder von eurer CD gebootet. Dann klickt ihr hier oben auf Abbrechen, ja. Dann startet der Rechner neu und ihr müsst ins BIOS gehen am besten.
und müsst da die Bootreihenfolge ändern. Das geht hier bei dem Gerät mit F2. Wie gesagt, bei euch kann das anders sein und dann seid ihr hier im BIOS. Im BIOS sucht man dann die Bootreihenfolge aus. Die ist hier drüben und hier steht an erster Stelle der Kingston Stick und den verschiebe ich jetzt nach unten mit F5 in diesem Fall. Wie gesagt, bei euch kann das anders sein und dann gehe ich auf Exit und speichere die Einstellungen und dann bootet der Rechner von der Platte und installiert Windows weiter. Nach einigen Minuten kommt dann dieser Anmeldebildschirm, da muss man einen Benutzernamen eingeben, habe ich mal hier gemacht und dann klicke ich hier unten rechts auf Weiter. Hier kann man jetzt ein Kennwort eingeben, das überspringe ich mal und klicke wieder auf Weiter. Hier möchte Windows jetzt den Product Key haben, den tippe ich später ein, es ist eh noch keine Netzwerkverbindung da und dann klicke ich hier unten auf Überspringen. Jetzt möchte Windows die Update-Einstellungen wissen. Am besten man klickt hier oben auf Empfohlene Einstellungen verwenden, da werden die Updates in den meisten Fällen immer automatisch runtergeladen und installiert. Jetzt hat man hier noch die Zeitzone, die kann man einstellen, das ist alles okay. Klicke ich hier unten auf Weiter und jetzt hat er hier ein Netzwerk gefunden, ein WLAN-Netzwerk und das überspringe ich mal, das möchte ich später machen. Windows ist jetzt fertig installiert von diesem USB-Stick, den brauche ich nicht mehr, den kann ich jetzt hier auswerfen, da klicke ich hier drauf und sage den Stick auswerfen, kann jetzt entfernt werden und dann ziehe ich den raus. Es müssen noch drei Sachen gemacht werden. Zum einen müssen die Treiber installiert werden, dann müssen die Updates von Windows 7 runtergeladen werden und dann muss Windows 7 aktiviert werden. Normalerweise kann man sich zuerst alle Treiber runterladen und installieren und danach die Windows-Updates machen. Das dürften über 100 Stück sein. Wenn ihr beim Installieren und Runterladen der Updates Probleme habt, da habe ich noch ein eigenes Video hier oben. Da zeige ich, was man machen kann, wenn der Rechner oder das Notebook gar keine Updates finden will und runterladen möchte. Windows 7 hat hier ja bereits einen Netzwerkadapter erkannt, den WLAN-Adapter. Da war der Treiber auf dem Stick schon mit dabei. Und jetzt verbinde ich mich mal und gebe hier mal das Passwort ein und stelle mal eine Verbindung zum Netz her. Das Notebook ist jetzt online, also ich bin mit dem Internet verbunden und habe hier einen Browser aufgerufen und bin auf der Seite von dem Hersteller von dem Notebook, in dem Fall Medion. Wenn ihr ein HP habt, müsst ihr auf die HP-Seite gehen oder bei Asus dann auf die Asus-Seite. Und da gibt es immer einen Punkt, der heißt Service Download Treiber und da kann man sein Modell eintippen. In dem Fall heißt das Modell hier 309025 und klickt dann auf Suchen und dann kriegt man die Treiber angezeigt, die der Hersteller hier zur Verfügung stellt. Auf dieser Seite zeigt Medion jetzt die ganzen Treiber an, die es für Windows 7 gibt. Da sind einige, das sind meist so 10 Treiber, manchmal auch mehr, die man herunterladen muss. Man muss auch mal schauen, dass es die richtigen Treiber sind, also jetzt nicht für Windows 8 oder Windows 10, da muss explizit Windows 7 dabei stehen und auch die Bit-Version, die man hat, also entweder 32 oder 64 Bit. Dann kann man das hier anklicken und dann wird das hier runtergeladen. Wenn euer Rechner oder Notebook keinen Internetzugang hat, also keinen Netzwerktreiber installiert hat mit der Windows-Installation zusammen, dann müsst ihr das natürlich auf einem zweiten Rechner machen von einem Bekannten oder ihr habt vielleicht noch einen. Dann kopiert ihr euch diese Treiberdateien hier auf den USB-Stick, steckt das in euer Notebook rein oder in den Rechner, wo ihr das Windows 7 drauf installiert habt und installiert da die Treiber. Wenn man sich mit Mozilla Firefox oder Google Chrome oder dem Internet Explorer was runterlädt, eben diese Treiber, dann werden die meistens in das Verzeichnis Downloads kopiert, wie man das hier sieht. Und da ist er dann, der ist fertig runtergeladen und dann kann ich den jetzt hier ausführen. So sieht das dann aus, wenn die Treiber sich installieren. Wenn euer System keine Grafikkartentreiber hat oder der Hersteller die nicht anbietet, dann könnt ihr die auch selbst runterladen bei dem jeweiligen Hersteller der Grafikkarte. Es gibt eigentlich nur drei große Hersteller von Grafikkarten, entweder AMD, Nvidia oder Intel. Und da kann man jeweils die Seite besuchen und die sich runterladen und da zeige ich mal, wie das geht. Hier auf der Seite von AMD, den Link blende ich hier unten mal ein, da gibt es einen Punkt Support, Treiber runterladen. Das sieht dann so aus und hier gibt es ein Programm, da kann man den Treiber automatisch erkennen lassen und installieren. So sieht die Seite aus und da klickt man hier unten auf Jetzt herunterladen. Da wird ein kleines Programm runtergeladen, das überprüft, ob hier eine AMD-Grafikkarte drin ist und was der richtige Treiber ist. Wenn ihr keine AMD-Grafikkarte habt, dann sagt es das auch und dann geht ihr zu dem nächsten Anbieter.
Der nächste große Hersteller von Grafikkarten ist Nvidia. Da blende ich den Link auch hier unten ein. Und da gibt es auch eine Seite, die sieht so aus, kann sich natürlich auch alles immer ändern. Da kann man hier sein Nvidia-Modell eingeben oder hier unten drunter gibt es eine Option Nummer 2, Nvidia-Treiber automatisch erkennen lassen. Da klickt man hier drüben drauf. Da kann man auch ein Programm runterladen, das überprüft das Notebook oder den PC, ob da eine Nvidia-Karte drin ist. Wenn ja, lädt es den Treiber runter und wenn nein, sowohl bei AMD als auch Nvidia, dann habt ihr wahrscheinlich eine Intel-Grafikkarte. Das ist die Webseite von Intel. Den Link habe ich hier unten eingeblendet. Da gibt es auf der Seite einen Punkt, der heißt Menü und dann hier unten Support und dann Downloads und Treiber. Und hier drüben kriegt man angeboten, dass Intel den Treiber suchen soll, automatische Suche nach Treibern und Software. Und da kann man sich ein Programm runterladen, das überprüft auch, ob hier eine Intel-Grafikkarte drin ist und wenn ja, lädt es den entsprechenden Treiber runter. Auf jedem Gerät gibt es meistens irgendwelche Treiber, die man gar nicht gut erkennen kann, wo der Hersteller auch keine anbietet. Da geht man wie folgt vor, man klickt hier unten auf Ausführen, tippt hier Gerätemanager ein und kriegt hier oben so ein Menü angezeigt mit drei Punkten und da klicke ich hier auf Gerätemanager und da kann ich mir jetzt alle meine installierten Treiber oder auch nicht installierten Treiber angucken. Der Gerätemanager, der kann natürlich verschieden aussehen. Es kann sein, dass bei euch hier diese kleinen Felder aufgeklappt sind und dass hier ein gelbes Ausrufezeichen ist oder ein Warnhinweis. Da braucht ihr dann auf jeden Fall einen neuen Treiber. Windows hat hier zu jedem Punkt, zu dem Prozessor, zu dem Netzwerkadapter, zu dem Monitor und der Grafikkarte Standardtreiber installiert. Die haben natürlich nicht die Performance von echten Treibern. Und wenn ich jetzt wissen möchte, welcher Hersteller das ist oder wo ich den Treiber finde, dann suche ich mir hier so ein Objekt aus, also hier zum Beispiel die Grafikkarte, klicke das an und dann mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften. In diesem Fenster klicke ich auf den Reiter Details. Dann gibt es hier die Eigenschaften und da klicke ich hier auf Hardware-IDs und kriege jetzt die Hardware-IDs angezeigt von meiner Grafikkarte. Das geht aber auch mit jedem anderen Gerät. Klicke ich mit der rechten Maustaste einfach auf den kürzesten drauf, klicke auf Kopieren und dann starte ich meinen Browser und gebe das in die Google-Suche ein. Hier klicke ich mit der Maus in das Suchfeld, dann klicke ich auf die rechte Maustaste und klicke hier oben auf Einfügen und jetzt hier auf das Lupensymbol und jetzt sucht Google nach dieser Hardware-ID für den Treiber und da kann ich schauen, was das für ein Gerät ist, wie das heißt, was der Hersteller ist und ob es dann Treiber vergibt. Google zeigt jetzt hier verschiedene Treffer an, da muss man aber auch gar nicht mal unbedingt draufklicken, reicht, wenn man sich das erstmal durchliest. Hier zum Beispiel in einem Forum sagt einer, das ist eine Nvidia-Grafikkarte, hier im nächsten auch, wird von der Nvidia GeForce gesprochen. Also hier würden wir jetzt auf die Nvidia-Seite gehen und uns da den Treiber runterladen. Und so funktioniert das auch mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Kartenlesern oder mit WLAN-Adaptern oder LAN-Adaptern. Da kann man diese Hardware-ID hier oben mal googeln und kriegt dann verschiedene Treffer angezeigt, an denen kann man sich auf jeden Fall schon mal orientieren. Wenn ihr dann zum Beispiel ein unbekanntes Gerät habt, wo der Treiber fehlt und habt die Hardware-ID eingegeben und es heißt, es ist irgendwas von Realtek, dann kann man zum Beispiel hier auf die Realtek-Seite gehen und da kann man sich Netzwerktreiber und Audiotreiber runterladen. Ein wichtiger Punkt bei Windows 7, das sind die Updates und die kann man sich per Hand hier suchen lassen. Da öffnet man ganz normal den Explorer und klickt hier unten bei Computer mit der rechten Maustaste drauf, dann auf Eigenschaften und erhält dann hier dieses Fenster mit diesen Basisinformationen über den Computer und hier unten gibt es einen Punkt, der heißt Windows Update. Und hier klickt man drauf. Hier kriegt man schon mal eine Fehlermeldung, das ist nicht gut und hier drüben gibt es den Punkt nach Update suchen. Da klicke ich drauf und jetzt sucht Windows im Netz auf den Microsoft-Server nach Updates. Diese Suche nach Updates, die kann schon mal 15 bis 30 Minuten dauern. Wenn das bei euch länger dauert, länger als eine Stunde und überhaupt keine Updates gefunden werden, dann hat das Notebook dieses bekannte Windows-Update-Problem und dieses Problem tritt auf ungefähr seit Ende 2015, Anfang 2016. Da finden viele Windows 7-Installationen einfach keine Updates mehr. Da habe ich ja dieses zweite Video gemacht, oben in den Infokarten müsst ihr mal gucken. Da zeige ich, wie man das beheben kann. Wenn bei euch dann nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde hier die Suche fertig ist, dann erscheint hier ein Fenster, da wird dann gesagt, es sind 150 Updates gefunden oder ähnlich. Und dann klickt man auf Updates installieren, das dauert eine Stunde oder zwei, der Rechner startet sich da mehrmals neu und ihr müsst so lange nach Updates suchen, bis keine mehr zu finden sind. Meistens werden die auch automatisch runtergeladen, da erscheint hier so ein kleines Symbol. Das ist aber auch nicht bei jedem Rechner der Fall, also wenn man auf Nummer sicher gehen will, sucht man hier manuell nach Updates.
Wenn man alle Updates installiert hat und alle Treiber installiert hat und das einwandfrei geklappt hat, dann sollte man Windows dann aktivieren. Dazu ruft man sich wieder diese Systemübersicht auf, wie wir das vorhin schon gemacht haben, und scrollt hier nach unten und hier steht dann noch 3 Tage verbleibend, kann bei euch anders aussehen, und hier unten den Product Key ändern und da klickt man entweder hier oder hier oben drauf, das ist ganz egal. Und jetzt wird hier gefragt, Windows Online aktivieren, ja, und hier kann man jetzt diesen Product Key eintippen. Der Product Key, der sieht ungefähr so aus, wie hier auf diesem Aufkleber zu sehen und da unten steht er drauf. Der Aufkleber ist meistens auf Notebooks hier unten auf der Unterseite, also irgendwo hier unten, oder beim PC dann irgendwo hinten dran. Und den tippt man hier ein und klickt hier unten auf Weiter. Wenn ihr noch Fragen habt zur Windows 7 Installation, dann schreibt es unten in die Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch. Hier oben blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf meinem Kanal. Da gibt es eine ganze Playlist zu Windows 7, was man da machen kann, wie man es klont, wie man es installiert. Schaut es euch einfach mal an, da ist bestimmt auch ein Video für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.